YouTuber, die ihre komplette Karriere ruinierten, Part 3. Und wenn du es noch nicht wusstest, dann musst du hier ein Abo da lassen. Versprochen. Es geht um den YouTuber Drachenlord, der damals über 200.000 Abonnenten hatte. Von diesen 200.000 Abonnenten, muss man aber direkt sagen, waren leider der Großteil keine Fans, sondern Leute, die ihm einfach nur folgten, um sich über den Drachenlord lustig zu machen. Denn er hatte extrem viele Wutanfälle und Ausraster in seinen Videos und auch in seinen Livestreams, und er tätigte immer wieder Aussagen über andere Leute und andere YouTuber, die man im Internet lieber nicht hätte sagen sollen. Als seine Zuschauer irgendwann seine Adresse rausfanden, fingen sie an, Tag für Tag zu seinem Haus eben nach Hause zu kommen und ihn dort zu belästigen. Und das war ein riesiges Problem, nicht nur für den Drachenlord, sondern auch für das komplette Dorf. Und das geht mittlerweile seit über 10 Jahren. Deine ganz ehrliche Meinung zum Drachenlord in die Kommentare und lass auf jeden Fall hier ein Abo da für weitere Fakten.